Thank you.
Als Leiter der Musikschule und euch ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem großen Kultur-Demo-Umzug heute hier in dieser Stadt gegen die Kulturkürzungen, die hier im Raum in der Diskussion steht. Der Bürgermeister ist da, Herr Marewski, herzlich willkommen. Viele, viele Politiker aus dem Rat habe ich gesehen, denen das auch nicht recht ist, was hier passiert, aber die Stadt ist wirklich in einer schwierigen, schwierigen Lage. Ich möchte die Entscheidung nicht treffen müssen und habe vollstes Verständnis für alle, die damit sich hadern. Trotzdem, an der Kultur, an der kulturellen Bildung darf man nicht sparen. Herr Marewski, der Meinung sind Sie auch Sie, sonst wären Sie heute nicht hier. Und das freut uns. Und auch natürlich all die anderen, Frau Hungerberg und Frau Bunde. Ich habe ganz, ganz viele gesehen, kann jetzt nicht alle begrüßen. Wir haben noch ein kleines Musikprogramm hier für Sie vorgesehen. Es liegen Unterschriftenlisten bereit. Da gehen jetzt die Leute der Musikschule, da müsste jetzt die Frau Osiwatsch mehr helfen, mit durch die Massen, damit jeder auch unterschreibt. Keiner geht unter eine Unterschrift heute nach Hause. Und wir hören in der Zeit noch etwas Musik. Es wird auch noch die Blechreiz-Bigband der Musikschule spielen im Laufe des Nachmittages. Sie können zu uns kommen an die Informationsstände. Wir diskutieren mit Ihnen, wie man das Dilemma denn lösen kann. Und nochmals herzlich willkommen. Und weiter geht's mit Musik mit Eva Messias und dem Ensemble Concertino. Thank you.
Das Orchester Concertino der Musikschule Leverkusen mit Eva Messias. So, wo ist die Katharina? Ihr wolltet was sagen. Das muss jetzt schnell gehen, sonst haben wir hier Löcher im Programm. Katharina, Maya Johann ist nicht da. Dann spielen wir noch ein. Drei und. Moment, auch immer Noten. Könnt ihr alle hören da hinten? Kommt noch mehr nach vorne, da an die Seite, da kann man es wunderbar hören. Die letzten Reihen bitte an die Seite gehen, dann hört man das. So rundherum. Eva. Da hinten ist die Musik. Drehen Sie sich mal um. Programmänderung. Was denn jetzt? Es regnet. Oh, es regnet. Wir machen Musik. Musik. Wenn mir einer ein Zeichen geben könnte, dann wüsste ich, was ich machen soll. Petrus, hab doch ein Einsehen. Wir machen Musik im Leben. Thank you.
Das Ensemble Concertino mit Eva Messias. Und das Wetter ist so wie die Förderung der Kultur in Leverkusen, stimmt's? Nämlich mies, wollte ich sagen. Also, die Kulturförderung muss besser werden. Wie sieht's aus, Milli? Kannst du sprechen? Millis Text verfließt im Regen. Drehen Sie sich um. Jawohl. Also tanzt ihr wohl im Regen, oder? Was ist hier los? Mach ich dann den Regen gleich um. Applaus! Jawohl! Kann noch mehr kommen! Seine kulturellen Aktivitäten zu fördern.
eine Stadt, die ein vielfältiges Gebot bietet und zum einen attraktiven Lebensraum, zum florierenden Wirtschaftsstandort und zum Ausbildungsziel interessiert von außerhalb. Dies zu unterstützen, ist die Aufgabe der Stadtverwaltung. Das hat auch gehört, lang. Kunst und Musik erweitern Perspektiven und schaffen einen empfindsamen Zugang zur Umwelt und der eigenen Persönlichkeit. Sie müssen somit zum förderungswürdigen Baustein einer Stadt gehören, der den elementaren Bestandteil eines ganzheitlichen Stadtlebens darstellt. Concertino! Achso, ich muss noch was sagen, Eva, Moment. Die Maren Pöpper sucht ihre Mama, die ist hier bei mir am Mikrofon. Die Maren Pöpper sucht ihre Mama. Da ist sie. Guck mal, Maren. Oh Gott, nein, Eva, da wird getanzt. Da wird getanzt. Eva, sind Gruppen, die sich nicht angemeldet haben. Okay. Stört das, wenn wir... Mach, spiel! 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 Komm, spiel! Was?
der Musikschule. Jawohl, so muss das sein. Und jetzt gleich baut sich hier Eva. Vielen Dank, Constantino, euch tausend Dank. Es hört auf zu regnen, weil ihr aufgehört habt zu spielen. Nein, das war jetzt Quatsch, das darf man nicht sagen. Nein, weil sich jetzt der Beschwerdechor aufbaut. Und während die aufbauen, spielt Stefan Seehausen mit unserem Los Chocolos Folk Ensemble auf der Nebenbühne. Viel Spaß, bis gleich. Und jetzt, aber gleich. Danke. Nee, Sie dann, ja? Ne? Vorsicht, nicht dran reden. Lukas, warte mal, ob wir noch mal spielen. Ist die Bassistin? Vorsicht! Sonja! Vielleicht ein bisschen nah? Ende! Sind alle da? Geht das so? Habt ihr Platz genug? Ja, ja. Wir haben schon auf kleineren Spielen. Auch wenn auch mehr Schwächen stehen, dann auch wieder mehr. Nee. Was brauchst du? I don't want how part of love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I promise myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best, but I don't want anything less. It's got to be, yeah, perfect. Your heart are foolish, they make such mistakes. Their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get right. It's got to be perfect. It's got to be worthy, yeah. Too many people take second best, but I don't want anything less. It's got to be, yeah. They make such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times.
but I don't want anything less. It's got to be, yeah, perfect. Got to be, yeah, perfect. Got to be. Schirin singt und die Sonne kommt. Das kann doch nicht besser sein. Until I first met you, I was lonesome. And then you came inside, dear. My heart grew light, and this whole world seemed new to me. You really spell, I have to admit you. Deserve expressions that really fit you. And so I racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. I need a bit of shame, please let me explain. Buy me a bit of shame, meet your grand. Buy me a bit of shame, again I explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I try to explain, buy me a bit of shame. So kiss me and say you'll understand. By me a bit of shame, you've heard of before, and yet I should explain it. Me, you're the fairest in the land. By me a bit of shame, it's such a refrain, and yet I should explain it. Means that I'm begging for your hand. I could say Bella, Bella, even say wunderbar, which language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, by me a bit of shame. So kiss me and say you'll understand. I could say Bella, Bella, even say wunderbar, each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, by me a bit of shame, by me a bit of shame, meet your friend. I've tried to explain, by me a bit of shame, so kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. Harald, mach noch ein Stück und dann kommt, ne? Ein Stück haben wir jetzt noch, immer noch eins. Thank you.
for my sweet treats. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas pour mon limousine. Je ferai quoi? Offre-moi du personnel. Je ferai quoi? Mon monde châtel. Ce n'est pas pour moi. Offre-moi la tour Eiffel. Je ferai quoi? Paparamdi à Paris. Je veux l'amour, la joie et la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. C'est trop pour maman, je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort, je suis de franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse des larmes, j'en ai marre des langues des bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Babaramdi apparé. Je veux l'amour, la joie. La bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ensemble Los Choclos mit Shirin an der Stimme und dem Wahnsinnsdrummer Stefan Seehausen, der das Ensemble leitet. Auch eine Folkgruppe der Musikschule Leverkusen, jawohl. Stefan Seehausen und Los Choclos. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Es geht weiter auf der nächsten Bühne. Gleich. Sie müssen nur den Kopf drehen, das ist alles. Vielleicht ein bisschen näher kommen, dann hören Sie mehr von der Musik. Und dort hat sich aufgebaut der Beschwerdechor gegen Kulturkürzungen. Da bin ich aber mal gespannt. Uwe, sei willkommen. Shirin, wenn ihr das Was ist schlecht, was ist wirklich
Wir leben halt nicht nur in einer heilen Welt. Auch wenn es oftmals nur die kleinen Dinge sind, tragen wir sie vor, gemeinsam hier im Chor. Diese Nachbarn, die wir leben halt nicht nur in einer heilen Welt. Auch wenn es oftmals nur die kleinen Dinge sind, tragen wir sie vor, gemeinsam hier im Chor. Wir tragen Beschwerden vor, wir sind der Beschwerde vor. Der Beschwerdechor! Leverkusen, super! Warum macht er das? Ich bin noch alle hinter der Box. Deine Leute kommen um zwei. Und die wechseln was wir auch. Stefan! Ja. Stefan! Beschwerdechor! Applaus! Gibt's denn sowas? Bye.
Kur Leverkusen, meine Damen und Herren. Er singt uns die Sonne vom Himmel, das Wetter wird besser. Es macht weiter, macht weiter. Leute, habt ihr noch einen? Nee, lass mal euch da. Doch. Doch. Zugabe. 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 Nicht lange diskutieren. Singen, singen. Gegen wen demonstrieren wir heute? Ein einzig schönes Weib lebt höchstens in der Welt, nur schlimm, dass jeder seins für dieses einzige hält. Ein einzig böses Weib, ein böses Weib lebt höchstens in der Welt. Schlimm, dass jeder seins für dieses einzige Welt. Ein einzig böses Weib, wie höchstens in der Welt. Nur schlimm, dass jeder seins für dieses einzige hält. Ein einzig böses Weib. Für unseren Beschwerdechor. Das letzte Lied müsst ihr noch ein bisschen üben, weil der Regen hat wieder zugenommen, Leute. Aber trotzdem herzlichen Dank, dass ihr da wart und mit uns gegen die Kulturkürzungen, die uns bevorstehen, demonstriert habt. Vielen, vielen Dank. So, wir bauen jetzt um hier im Regen. Wir machen das Programm fertig und selbst auch. Ist uns egal. Und die Big Band der Musikschule baut auf, Blechreiz mit Harald Klug. Die wollten um 2 Uhr da sein. Es ist genau 2 Uhr, das heißt, wir sind punktum im Zeitplan. Und ihr seid so lieb und räumt das Zelt, damit die im Trockenen aufbauen können. Super. Tschüss.